Hallo und herzlich willkommen im Wald. Diesmal geht es um die Frage, die ja doch einige interessiert und in vielen Bushcraft-Foren und im Internet allgemein, ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, auch viel diskutiert wird, nämlich inwiefern man Hängematten an den Baum hängen kann, ohne den Baum zu schädigen, oder ob es den Baum eben schädigt, wenn man eine Hängematte an ihn dranhängt. Die wesentlichen Einflussfaktoren dafür sind, um sie gleich mal am Anfang zu nennen, Gewicht des Schläfers, Art der Befestigung der Hängematte, also sprich ein breites Band oder eben nur so eine dünne Schnur hier, die Baumart und der Durchmesser des Baumes. Das sind so die wesentlichen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und um es mal vorwegzunehmen, es ist sehr wohl möglich, bei schwerem Schläfer, dünner Schnur und ungeeignetem dünnen Baum diesen gut zu schädigen, und das kann auch tatsächlich so viel Schaden verursachen, dass der Baum deutlich in seinem Wachstum gehemmt wird, bis hin zu einem Maß, dass es ihn dann so sehr schwächt im Vergleich zu den gegenüberliegenden, den Bäumen seiner Umgebung, dass er durch den Konkurrenznachteil dann auch eingeht. Was kaum vorstellbar ist, dass man den Baum mit so einer Schnur ringeln könnte. Ringeln ist das kreisrunde Durchtrennen der Rinde bis zum Holzkörper. Das bis zum Holzkörper ist wichtig, damit das Cambium, das ist der Teil des Baums, um den es jetzt primär eigentlich geht, dazu komme ich gleich, komplett durchtrennt wird. Ist ein Verfahren, das dann der Förster gelegentlich auch anwendet, wenn er einen Baum langsam zum Absterben bringen möchte. Das geht dann noch so 2 Jahre mitunter, bis der Baum wirklich tot ist. Und das macht man, wenn man zum Beispiel Baumarten hat in Nationalparken, die da nicht reingehören, die man da raus haben möchte. Man möchte aber auch nicht mit der Kettensäge ansetzen und überall die Bäume rausfällen, um eben den Nationalpark als vom Menschen unbeeinflusste Natur nicht zu beeinflussen, oder zumindest nicht sichtbar, sagen wir es mal so. Da ringelt man dann die Bäume gerne. Und es gibt tatsächlich eben die Behauptung, die man gelegentlich lesen kann, dass das Anbinden einer Hängematte mit einer so dicken Schnur, zum Beispiel eben jetzt so ein Standard-Paracord hier, schon genau den gleichen Effekt hätte, wie wenn man das mit einem richtigen Messer machen würde. Also absichtlich den Baum ringeln. Das ist definitiv nicht so, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Also so eine empfindliche Baumart gibt es nicht, dass das gleich so krasse Ausmaße annehmen wird. Es sei denn, es ist ein... Jetzt kriege ich mir da schon wieder irgendwelche Käfer über die Kameralinse. Es sei denn, es ist ein wirklich so dünner Baum, dass der dann schon ohnehin das Gewicht des Schläfers fast schon nicht mehr halten würde. Gucken wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an. Ja, hier hinter mir seht ihr zum Beispiel mal einen Baum, an dem ihr beliebiges Zeug aufhängen könnt. Ihr könnt es hoffentlich erkennen. Der hat eine richtig schön dicke Schuppenborke. Ein massives Gebilde aus korkähnlichem Material, was den Baum nach außen hin schützt. Da könnt ihr quasi dranbinden, was ihr wollt, und dranhängen, was ihr wollt. Insbesondere, wenn er dann auch noch so dick ist, dass er jetzt gleich geerntet werden wird. Deshalb ist auch dieser Strich drauf. Wäre sowieso nicht mehr sonderlich dramatisch, wenn er kaputt gehen würde. Aber selbst, das ist unmöglich. Also ohne ein Beil, selbst mit einem Messer, hättet ihr massive Schwierigkeiten, diese Borke so zu beschädigen, dass sie runterkommt bis aufs Cambium. Da sind wir übrigens dann auch beim Punkt, den ich nochmal zum theoretischen Hintergrund erklären möchte. Das, was das Problem für den Baum darstellt, sofern es dann schafft, ein solches Problem zu verursachen, ist eben eine Verletzung des Cambiums. Das Cambium ist die Zellschicht, eine Zellschicht, wirklich nur jeweils eine Zelle dick, die zwischen im weiteren Sinne Rinde und dem Holzkörper verläuft und nach innen, also in Richtung des Holzkörpers, Holzzellen produziert und nach außen neue Rindenzellen produziert. Jetzt muss man dazu wissen, dass der Holzkörper normalerweise, wenn das Holz dann erstmal gebildet ist, eigentlich unbelebt ist. Tote Zellen, die dann nicht weiter mit Stoffwechselprodukten versorgt werden. Die sind super unempfindlich und denen kann eigentlich nichts passieren. Das ist auch Absicht. Deshalb ist ja so ein Baum auch so ein massives Gebilde. Und deshalb können wir Holz eben ja auch benutzen, um daraus so viele schöne Dinge zu tun. Aber nach außen hin wird der lebende Teil des Baumes abgegeben. Die Rinde ist also, bis auf die äußere Schicht, ein lebendes Gewebe, in dem jede Menge verschiedene Stoffwechselvorgänge und vor allen Dingen auch Stofftransport, nämlich der in den Blättern produzierte Zucker, wird im äußeren, inneren Bereich der Rinde nach unten transportiert.
dem sogenannten Phloem. Und ja, das ist schon ein bisschen ein empfindliches Gewebe, in dem sich Zellen befinden, die durch Druck beschädigt zu beschädigen sind. Heißt, wenn man von außen mit einer entsprechenden Schnur da massiven Druck drauf ausübt, dann kann es schon sein, dass bei diesem Transportapparat, Langstreckentransportapparat, ein bisschen was beschädigt oder eingedrückt wird. Wäre möglich, wäre aber definitiv auszuschließen bei so einem Baum wie diesem da hinten, da halt eben über eine massive Schuppenborke verfügt. In dem, was ihr außen sehen könnt, passiert nämlich keinerlei Stofftransport. Der sitzt im inneren Bereich der Rinde und dieser ist nochmal explizit wirklich vor jeglicher mechanischen Störung durch eben diese dicken Panzer geschützt. So einen Baum werdet ihr definitiv überhaupt nicht ankratzen, selbst wenn ihr euch damit so eine Schnur dranhängt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also jeder, der behauptet, das würde dann einen Druck ergeben, der bis auf das Cambium durchdrückt, um dann das Cambium als solches auch noch zu schädigen, das ist absoluter Käse und völlig übertrieben. Hängt euch an solche Bäume so viel ihr wollt. Spielt überhaupt keine Rolle. Bei Bäumen, die erstens dünner sind, denn das ist natürlich nochmal ein ausschlaggebendes Kriterium, ob man jetzt so eine Schnur, die ja quasi auch nur die Hälfte des Baumes jeweils wirklich Druck ausübt. Ja, also wenn das jetzt hier ein Baum wäre, dann müsst ihr euch ja vorstellen, dass ja nur die Hälfte meines Fingers, an der jetzt nicht die Schlaufe der Schnur ist, vom Druck betroffen ist, weshalb unser Körpergewicht nur auf die eine Hälfte des Baumes wirkt, weshalb der Druck höher ist, als man im ersten Moment vermuten würde. Wenn man jetzt das Ding zwischen zwei Bäume hängt und 100 Kilo wiegt, als Rechenbeispiel, dann wendet man ja pro Baum eine Belastung von 50 Kilo auf den gesamten Stamm, hat man aber eben nicht auf den gesamten Stamm, sondern eben nur auf die vom Schläfer abgewandte Seite des Stammes. Soll heißen, damit ist die Belastung für die Stelle des Baums, die wirklich belastet ist, eben höher, als wenn sich das Ganze auf den gesamten Baum konzentrieren würde. Deshalb gibt es auch bestimmte Wickeltechniken dann in der Hängematteaufhängung, die dafür sorgen, dass man das Ganze mehrfach drum wickelt, um eben die Belastung möglichst gleichmäßig auf den gesamten Baum zu verteilen. Das ist also auch nochmal was, was ihr beachten könnt, dass es also auch nicht egal ist, ob ihr einfach so eine Schlaufe macht oder irgendwas, wo ihr das noch entsprechend oft irgendwie drum wickelt, damit sich das Ganze dann besser verteilt. Das könnt ihr auch am eigenen Finger mal ausprobieren und werdet feststellen, tatsächlich verteilt sich der Druck besser auf euren gesamten Finger, wenn ihr das mehrfach drum wickelt, als wenn ihr nur diesen hier tut, dann spürt ihr nämlich hier vorne überhaupt keinen Druck. Aber das ist simpelste Physik, das dürfte jedem von euch klar sein. Und selbstverständlich, das Gewicht bleibt ja immer dasselbe. Und je größer jetzt nun das Material ist, um das diese Schlaufe liegt, desto mehr Fläche ist da, auf die sich diese 50 Kilo eben verteilen können. Soll heißen, ein dicker Baum ist natürlich weniger anfällig als ein dünner Baum, weil da pro belasteten Zentimeter Rinde weniger Druck drauf liegt, als das bei einem dünnen Baum der Fall ist. Und selbstverständlich ist natürlich auch nochmal ausschlaggebend, wie dünn jetzt eben dieses Seilchen hier eigentlich überhaupt ist. Denn wenn das jetzt ein ganz dickes Band wäre, irgendwie sowas, dann hätte man natürlich den Druck wunderbar auf eine riesige Fläche verteilt und würde dann auch bei einem empfindlichen Baum keinen Schaden mehr anrichten. Es ist also nur mit minimalem Aufwand möglich, auf jeden Fall an jedem Baum, der halbwegs dick genug ist, so 15 cm sollte er sein, einen 100 Kilo schweren Menschen aufzuhängen. Also in einer Hängematte. Jetzt gucken wir uns noch mal ein paar Baumbeispiele an für Bäume, die empfindlicher sind und Bäume, die weniger empfindlich sind. Es gibt, wie gesagt, keinen Baum, an dem es gar nicht ginge, sofern er dann dick genug ist. Das möchte ich nur noch mal betonen, damit jetzt niemand auf die Idee kommt, sich an irgendwelche dünnen Zweigchen zu hängen und solche Späße. Dann fällt er ja auch runter, schlicht und ergreifend. Aber sofern der Daumen dick genug ist, geht es an jedem Baum. Nur bei manchen Bäumen muss man vorsichtiger sein und einen besseren Knoten, eine bessere Knüpftechnik oder eben weitere Sicherheitsmaßnahmen. Dazu zeige ich euch auch gleich noch eine ganz simple, die man jederzeit im Wald machen kann, selbst wenn man nur so eine Schnur dabei hat und gar nichts Besseres. Man kann sich natürlich auch was Besseres kaufen, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Das werde ich euch auch gleich noch erklären und das machen wir jetzt nochmal schnell und dann ist dieses Video auch schon wieder vorbei. Also von vielen Leuten wird die Thematik definitiv viel zu stark übertrieben, dass das für den Baum so furchtbar schlimm wäre.
Ja, also was wir hier haben, ist eine Hainbuche. Das ist tatsächlich so das Empfindlichste, was ich finden konnte. Denn, wie ihr vielleicht erahnen könnt, ich fahre hier mal noch ein bisschen drüber, ist so eine Hainbuche bekanntlich spannrückig. Soll heißen, die ist nicht kreisrund, sondern die hat so Einbuchtungen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Ich komme noch mal ein bisschen näher mit der Kamera. Also hier könnt ihr das sehen, ne? Da geht mein Finger dann ins Innere. Und hier ist sie zum Beispiel ein bisschen eingebuchtet, da ist sie eingebuchtet. Dort ist sie auch eingebuchtet, die kann man besonders schön sehen. Also wenn man jetzt natürlich bei so etwas dann entsprechend mit der Schnur ankommt, dann liegt die Schnur ja nur außen auf diesen Einbuchtungen auf und nicht eben um den kompletten Stamm überall gleichmäßig verteilt. Damit verteilt sich der Druck auch auf die äußeren Bereiche dieser Einbuchtung, also diese hervorstehenden Rindenteile. Und dann kommt halt noch dazu, dass es sich hier um eine sehr glatte und damit auch immer eine dünne Borke handelt. Eine glatte Borke ist nämlich dann gar keine Borke, sondern tatsächlich eine Rinde, heißt sie dann in dem Fall, beziehungsweise diese Begrifflichkeiten, das ist alles ein bisschen sehr kompliziert, da gehe ich irgendwann nochmal explizit drauf ein, ich komme jetzt wahrscheinlich selber durcheinander, habe es auch nicht mehr genau auswendig im Kopf, wie dem auch sei, sowas ist erheblich empfindlicher als eine richtig schöne Schuppenborke, wie wir sie drüben bei der Eiche gesehen haben, wie es sie auch bei Kiefer gibt und bei eigentlich auch bei fast jedem Nadelbaum. Hier wäre es wirklich ein Problem, jetzt bei diesen grenzwertig dicken Baum einfach nur die Schnur so dran zu machen, da könnte man ihm schon einen gewissen Schaden damit zufügen. Da sollte man dann also entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Ja, hier das Beispiel, das ihr sehr häufig antreffen werdet, ist eine Fichte. Diese hat auch wieder eine, also diesmal eine Schuppenborke, deren Schuppen dazu neigen, auch mal abzublättern. Hier könnt ihr es sehen. Das ist alles totes Material und es schadet dem Baum nichts, wenn er so einzelne Schuppen verliert. Was aber eben passieren kann, ist dann, wenn jetzt zum Beispiel in dem Bereich, wenn ihr das Seil so festmacht und damit eure Hängematte aktiv hin und her schwingt, dann ist es schon möglich, dass ihr hier durch diese Bewegung so viele Schuppen irgendwann abbrecht, dass ihr in den inneren Bereich der Borke vordringt. Und da kann dann auch wieder eine Schädigung dann auch irgendwann entstehen, weil halt auch die dämpfende Schicht in Richtung Cambium dadurch halt natürlich immer dünner wird und der Druck dann irgendwann wirklich direkt auf dem Cambium lastet. Das ist natürlich auch auf der Rückseite hier durchaus vorstellbar, sowas. Oder wenn ihr aus irgendwelchen Gründen diesen macht und damit dann das irgendwann abgerieben habt. Es ist vorstellbar. Es ist nicht wahrscheinlich. Und ob der Baum dadurch wirklich aktiv geschädigt wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Das hängt dann auch nochmal vom entsprechenden Individuum ab. Aber das hier wäre auch ein Beispiel, wo ich sagen würde, da dann doch lieber irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um ein bisschen für zusätzlichen Baumschutz zu sorgen. Zum Beispiel einfach um den Baum herum so ein paar Äste anbringen. So 5 Stück oder was bei so einem dünnen Ding würde schon reichen. Der Druck geht dann vor allen Dingen erstmal auf den Ast. Der Ast wird zunächst zusammengedrückt und gibt damit quasi eine Dämpfung für den eigentlichen Baum ab. Und dem passiert dann dadurch erheblich weniger. Und selbst wenn man da noch ein bisschen hin und her das Ganze bewegen kann, dann dreht sich der halt ein bisschen mit oder verschiebt sich ein wenig, aber auf jeden Fall wird der Druck nicht direkt auf den Baum übertragen und dem Baum passiert unter Garantie dann definitiv nichts. Wie gesagt, ohne ist es grenzwertig, aber da wir ja alle super baumfreundlich sein wollen, wollen wir ja auch nicht das Risiko eingehen, den Baum zu schädigen, auch wenn es gering ist. Und deshalb wäre das jetzt hier bei so einem dünnen Fichtelchen hier die Methode, die ich empfehlen würde. Zum Beispiel eben mit solchen Stöckern. Aber selbstverständlich kann man auch einfach irgendwelche dicken Bänder, wie ich es eben schon erwähnt habe, verwenden. Das ist genauso gut wie irgendwelche solche Stöcker. Wenn man die standardmäßig grundsätzlich mit sich führt, dann passiert auch an so einem Baum dann definitiv nichts Schlimmes. Und der Schaden hält sich sehr in Grenzen. Ja, vielleicht allgemein kann man zur Wahl der korrekten Baumart zum Hängematte aufhängen. Also man nimmt natürlich das, was da steht und macht halt entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Aber die Buche ist ein relativ ungeeigneter Baum. Wenn es einem wirklich darauf ankommt, den perfekten Baum auszuwählen, sollte man eben die Buche nicht nehmen. Da sie wirklich eine enorm dünne Rinde besitzt, die sich auch wirklich sehr, sehr, sehr glatt anfühlt. Buche streicheln macht also fast schon Spaß. Fühlt sich fast schon so an wie ein, ja, nicht allzu glatt rasiertes Frauenbein, kommt auf die Frau an, wie dem auch sei. Jedenfalls
Buche wäre jetzt so ein einigermaßen kritischer Baum beim Hängematte aufhängen. Nur damit ihr jetzt mal wisst, was so die schlechteste Variante ist. Hainbuche ist ungefähr genauso mies, aber Buche ist halt erheblich häufiger und selbst so eine dicke, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, also so viel zu den bisherigen genannten Beispielen. Ihr könnt euch ja die jeweiligen Rinden von den Bäumen selber angucken und dann selber individuell entscheiden, wie hart ist die, wie dick scheint die zu sein und dann entsprechend individuell entscheiden, inwiefern ihr zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müsst oder ob ein dünnes Seilchen eben reicht. Ist ja gerade bei der Survival-Hängematte vielleicht unter Umständen doch ein Thema, ob man da dann wirklich irgendwelche dicken Bänder noch mitschleppen möchte oder ob einem dann wirklich nur das übliche Schnürchen, das man sowieso dabei hat, ausreicht, ohne halt eben gleich den Baum kaputt zu machen. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das den einen oder anderen jetzt vielleicht interessiert hat. Wenn nicht, könnt ihr jetzt qualifiziert mitreden bei der großen Frage, ob Hängematten baumschädigend sein können. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Die gleiche Frage stellen sich auch die Slackliner. Das ist dieses schöne Band, auf dem man so schön hin und her hüpfen kann, von dem ich dauernd runterfliege, nachdem ich 5 Schritte gemacht habe. Ist ja bestimmt jedem ein Begriff. Eine Slackline ist sehr wohl baumschädigend, auch erheblich mehr als eine Hängematte, weil die ja viel größeren Belastungen ausgesetzt ist. Wenn da jemand auf dem Ding drauf rumspringt, sind das natürlich viel, viel, viel höhere Kräfte, die da am Wirken sind, als wenn da jetzt selbst ein 100 Kilo schwerer Mensch schlafend in einer Hängematte liegt oder halt in Gottes Namen noch ein bisschen hin und her pendelt. Dann mögen es mal 120 Kilo Belastung auf 2 Bäume verteilt, also 60 pro Baum sein. Mehr kommt da kaum zustande und bei so einer Slackline, das können gut mal 300 Kilo sein. Selbst wenn irgendeine schlanke Person da mit voller Wucht auf diesem Ding auf und ab hüpft, das geht so richtig schön, kurzzeitige Belastungsschübe auf dem Baum und gerade eben dadurch, dass die kurzzeitig sind und kurzzeitig eben an der Leine auch hoch und runter entsprechend gewackelt wird, sind da sehr wohl auch Belastungen am Baum vorhanden. Das ist definitiv richtig und da muss man dann auch immer eine Matte drunter legen oder entsprechend andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Aber bei einer Slackline ist es in jedem Fall immer notwendig, auch sicherheitshalber bei einer dicken Eiche. Auch wenn man da schon wieder fast sagen kann, na, wahrscheinlich wäre es da dann auch schon wieder egal. Aber sicher ist sicher. So, das wäre jetzt wirklich alles, was mir zu dem Thema einfällt. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.